Er verwandelt Häuserfronten in abenteuerliche Landschaften. Der Sprayer Lumit ist los. Jetzt bei Arte. Also vom Sprühen habe ich, obwohl ich Maske und Handschuhe und sonstiges auch immer trage, immer noch schlechte Leberwerte. Das wird sich auch nicht ändern. Also solange ich nicht jetzt anfange, plötzlich mit Wasserfarben auf Wände zu malen. Sprühen ist gesundheitsschädlich, aber ich kann es nicht davon lassen, weil es ist irgendwie der Inhalt meines Lebens. Soweit ich mich zurückerinnern kann, hatte ich insgesamt 5 Verfahren wegen Graffiti. Eigentlich 4-mal wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und 1-mal wegen Diebstahl von Sprühdosen. Den Namen Lumit habe ich aus dem Film Niagara mit Marilyn Monroe. Das ist ein Thriller. Da ging es um eine Hauptperson, die Mr. Loomis hieß. Und das S konnte ich beim besten Willen nicht schreiben. Das heißt, ich habe den nächsten Buchstaben des Alphabets genommen, das T. Mit dem geschriebenen Namen, mit dem Tag, so hat Graffiti überhaupt angefangen. Es geht darum, die Buchstaben, die Styles immer kunstvoller zu schreiben, auch mit der Sprühdose. Deshalb nennen sich die Sprayer auch Writer, Schreiber. Neben den Buchstaben finden sich in Lumits Bildern von Anfang an auch gegenständliche Motive. Aber in jedem Bild ist der Name verarbeitet oder sogar versteckt. Also als wir früher losgezogen sind, war es natürlich sehr wichtig, sich richtig vorzubereiten. Das heißt also, wichtig natürlich, keine Spuren zu hinterlassen, vor allem Fingerabdrücke. Deshalb ist der Handschuh oder ein guter Plastikhandschuh, also muss schon etwas fester sein, unabdingbar. Das heißt, das war Standardausrüstung. Dann kam sowas wie eine Sturmhaube natürlich dazu, um einigermaßen unerkannt zu bleiben. Und auch eine dunkle Kleidung, um eben auch relativ schnell in der Dunkelheit zu verschwinden. Die alte Pinakothek in München. Lumit zeigt seiner Tochter Gemälde von Rubens. Der auf der ganzen Welt bekannte Sprayer heißt mit bürgerlichem Namen Matthias Köhler. Er lebt mit seiner Frau und seinen 2 Kindern in München. Heute arbeitet er nur noch legal. Er verdient sein Geld als Graffiti-Maler mit kommerziellen und künstlerischen Aufträgen. Also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie nur wilde Buchstaben machen wollte, sondern für mich war es auch immer wichtig, illustrative Elemente wie Figuren, wie schöne Hintergründe zu machen. Für mich wäre die Verteidigung gewesen, natürlich mache ich es illegal, aber ich versuche ja was Schönes zu machen. Also für mich war schon der Anspruch, nicht unbedingt jetzt alles auf dieses Verbrechen und dass man nachts was macht, was verboten ist, sondern das war ein Teil davon, aber ein ganz wichtiger Teil war auch, dass es ein schönes Bild werden sollte, dass die Leute auch ansprechen sollte. Diese Kirche Maria Himmelfahrt hier in Buchloe war mein Arbeitsplatz vor 25 Jahren. Da habe ich als Ministrant sozusagen mein erstes Geld verdient. Am schönsten für uns Ministranten waren eigentlich die Beerdigungen. War natürlich eine Sache, dass sie auch am lukrativsten waren. Wurde man mit 5 Mark entlohnt. Danach wurde man dann auch noch zum Leichenschmaus oft eingeladen. Diese ersten Erfahrungen überhaupt so mit Malerei und Architektur und wie Architektur und Malerei integriert wird hier. Das hat mich schon ziemlich geprägt. Wie man so einen Innenraum, so einen großen Innenraum auch so mit Details ausschmücken konnte. Also für mich ist die Kirche ein prägender Ort, aber nicht was meine Religiosität angeht, sondern eher meinen künstlerischen Werdegang. Also dann auch in der Schule Noten für seine Zeichnungen, seine Bilder gekriegt, habe ich natürlich erwartet, dass er nur Einsen kriegt. Und dann war er eines Tages mal ganz zerknittert und sage ich, was ist denn? Ja, ich habe nur eine 3 gekriegt. Und dann sage ich, wieso, zeig doch mal her. Und ich dachte, die Frau spinnt. Ich fand das toll, dieses Bild. Und ja, für mich habe ich gesagt, hey, mach dir nichts draus.
die versteht das nicht. Eigentlich war das so ein Van Gogh. Ich meine, wenn so ein 8-9-Jähriger ein Bild malt, und das waren Brauntöne. Und ich fand das rasend schön. Es war 1983. Da war ich eben auf dem Gymnasium Türkheim. Und in der Parallelklasse hatte ich einen Kollegen, dessen Schwester Austauschschülerin in New York war für ein Jahr. Und die kam eben zurück mit Erzählungen, dass Leute da mit Sprühdosen die ganzen U-Bahnen anmalen. Die ersten Sprayer tauchten Ende der 70er Jahre in den Ghettos der New Yorker Bronx auf. Statt in Bandenkriegen aufeinander loszugehen, suchten immer mehr Jugendliche Anerkennung und Ruhm als Sprayer im Wettkampf mit anderen Sprayern. Den eigenen Namen bekannt zu machen, möglichst illegal, möglichst gefährlich. Von Anfang an war das eine Herausforderung, nicht nur für Ghetto-Kinder. Malen hat mich immer schon interessiert. Und da meine Mutter ja auch sehr viel Handwerkliches macht und im Hause auch einige Dosen, wie ich wusste, zu finden waren, habe ich mir das Ganze auch mal vorgenommen, dass ich das gerne mal selbst probieren wollte. Und ich habe auch meine Mutter sofort eingeweiht, weil sie hätte es sowieso bemerkt, wenn die Dosen gefehlt hätten. Und so habe ich mir halt meine Farben zusammengestellt. Und anstatt eben zur Disco oder sonst was, bin ich eben zum Buchloher Wasserturm geradelt. Er war der erste von vielen, die diesen Wasserturm bemalten. Er war damals 14, Sohn einer alleinerziehenden Journalistin. Ich wusste von Anfang an, dass es verboten ist. Das war natürlich auch der Reiz. Es ist natürlich ein absolutes Abenteuer, weil man freut sich am meisten. Man macht jetzt irgendwas, wo man jetzt nicht erwischt werden sollte. Und gerade als Jugendlicher, der seine Grenzen austestet, das ist ja ideal. Es war eine wunderschöne, laue Sommernacht mit ein paar Autos, die vorbeikamen. Und ich habe halt zum ersten Mal probiert, wirklich mit diesen Dosen und ein Bild zu malen. Hatte noch überhaupt keine Ahnung, dass es lief und es sah schrecklich wahrscheinlich auch aus. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Und als ich das dann zwei Tage später in der Buchloher Zeitung gesehen habe, war es natürlich klar, dabei bleibe ich. Also die Geschichte, um irgendwie Bilder zu malen, um damit irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen und dabei noch Spaß zu haben. Und dann noch in die Presse zu kommen, das war das Größte. Am nächsten Tag bin ich heimlich vorbeigefahren, habe das angeguckt und fand das große Klasse. Über die Konsequenzen habe ich mir auch keine Gedanken gemacht. Ich glaube, er auch nicht. Er machte weiter und malte, wie die amerikanischen Vorbilder, Figuren aus der Comicwelt. Toy nannte er sich damals. Im Graffiti-Jargon heißt das Anfänger. 1983 zog er mit seiner Mutter nach München und sprühte auch hier illegal. Schon bald war Lumit ein bekanntes Mitglied der Münchner Sprayer-Szene. Ich fand mich da großartig, wie so ein Robin Hood, Zorro oder sonst was, dass man nachts da irgendwie mit seinem kleinen Täschchen rausgeht, ein paar Dosen drin hat und dann noch versucht, irgendwie tolle, lustige, bunte Bilder zu machen. Ich habe ja weitergemacht und das war dann nicht mehr so, dass sie davon wusste. Also dann habe ich mich dann schon nachts aus dem Haus gestohlen, ohne dass sie was davon mitbekommen hat. Er hat natürlich auch andere Aktionen gemacht, wie den Geltendorfer Zug. Also eine der ersten richtig bemalten Züge, wovon sozusagen die Leute, die so alt sind wie ich, Bescheid wissen. Das war schon ein Paukenschlag. Es war einer der ersten bedeutenden Züge hier in Europa oder Deutschland. Und der hat schon Furore gemacht. Also das war im Grunde ein... Ich wollte schon gerade sagen, ein Skandal, aber das war der Zug, das war Legende und später auch der Geltendorfer Zug, das steht für Graffiti in Deutschland. Wir waren ein paar Sprüher aus dem Münchner Norden mit ein paar Sprüher aus dem Münchner Süden und es war klar, nachdem wir jetzt mal in so großer Mannschaftszahl waren, dass wir was Größeres machen wollten. Und es war sofort klar, ein Zug und es war Geltendorf und wir sind hier rausgefahren. Es war wirklich, also nach 1 Uhr nachts hier überhaupt nichts mehr los. Und also es war für uns wie ein Rausch eigentlich, die ganze Sache. Wirklich das erste Mal am Zug zu stehen, nicht an der Wand, sondern wirklich an einer Fläche, die sich danach in der ganzen Stadt dann bewegen wird. Und zu siebt hatten wir natürlich auch die Möglichkeit, den ganzen Zug zu machen. Das Presseecho war riesig. Inspiriert waren die Sprayer damals durch einen Dokumentarfilm, der den Stil und die Motive New Yorker Graffiti-Künstler bekannt machte. Die
Die nackte Schönheit auf der S-Bahn stammt von Lumit. Ganz offensichtlich eine Anspielung auf Vorbilder aus dem berühmten Dokumentarfilm. Lumit nannte sich bei dieser illegalen Aktion Cryptic 2. Es war der erste ganz bemalte Zug in Deutschland. Die Hölle war los. Jeder hat gesagt, Mensch, wie haben die das überhaupt gemacht? Wo ist der besprüht worden? Und da ist, bis wir draufgekommen sind, die Abstellanlagen in Geltendorn dann so weit draußen, außer vom Bahnhof. Es war eigentlich nicht mehr so schwierig. Die haben die ganze Nacht Zeit gehabt zum Sprühen. Und da ist losgegangen. Natürlich das Hochrechnen, wenn es so weitergeht, wenn die jeden Tag so ein S-Bahn voll sprühen, wie können wir abwehren überhaupt? Sind Beamten draußen da, und es hat auch nicht geklappt, muss man sagen. Die Sprayer waren immer Käfer. Das Tollste einfach an so einem Zug ist, dass sich die Fläche, die man bemalt hat, bewegt. Also die fährt durch die Stadt und ist auf einer festen Schiene zu festen Fahrzeiten gut erreichbar und einfach riesengroß und nicht irgendwie eine Wand steif, sondern es ist eine rollende Leinwand. Und das ist das Tollste, was man sich eigentlich vorstellen kann. Lumit war damals schon eine der führenden Personen. Der hat da eigentlich die Richtung vorgegeben, kann man sagen. Der hat auch teilweise, wie er es später auch gemacht hat, die Sprayer eingeteilt. Der eine zieht die Outline, der andere füllt das aus, der macht das und so. Das war praktisch der Regisseur war er von draußen, kann man sagen, bei Geltendorfs Zug. Die Polizei kam erst auf uns, als man andere Spur gefangen hat und die unseren Namen genannt hatte. Dann ging es schon ans Eingemachte. Also irgendwie kriegte ich dann wirklich das Flattern und ich dachte mir, hey, diese Gerichtsverhandlungen, aber auf der anderen Seite, er hat sich das eingebrockt. Er musste das auch auslöffeln. Zur Diskussion standen, glaube ich, 65.000 Mark Schadensersatz. Und mir wurde ganz schwarz vor Augen. 65.000 Mark, wie kann ich das bezahlen? Gut, die ganze Sache ging glimpflich ab, weil sie ihn nicht auf frische Tat ertappt haben. Es lief auf einen Vergleich hinaus. Das Ganze hatte dann statt 65.000 Mark nur, ich glaube, knapp 10.000 Mark gekostet, inklusive Anwalt. Ja, da stand ich vor dem Brocken und dachte, okay, das verbuchst du mal als Ausbildungsbeihilfe. Und so habe ich das gesehen und so war es dann auch. Also ich glaube, die Investition hat sich für sein weiteres Leben gelohnt. Tja, ich dachte mir halt irgendwie, ich werde es jetzt, wo ich jetzt in meinem jungen Leben bin, noch bestimmte Gelegenheit haben, das wieder zu verdienen und zurückzuzahlen. Aber ich konnte sie natürlich überzeugen, weil sie auch gesehen hatte, ich hatte ja auch schon erste kommerzielle Erfolge. Parallel zur Verhandlung hatten wir die ganze Zeit am Flohmarkt gemalt und da kam ein Auftrag nach dem anderen. Das waren für die Flohmarkthändler, die Container anmalen, teilweise auch irgendwelche Diskothekenbesitzer, die uns plötzlich angesprochen haben, irgendwelche Clubs anzumalen. Also da kam wirklich plötzlich einiges an Aufträgen auf uns zu. Ich kenne ihn seit 1985, 86. Und schon damals war mein Eindruck ein ungeheurer Fleiß. Also er hat ja schon fast stur an seinen Bildern gearbeitet. Dann konnte ihn nur kurz sprechen. Da war er schon wieder am Packen und ist so dann damals Dachauer Flohmarkthallen rausgefahren und hat an seinen Großbildern, an seinen Riesenformaten gearbeitet. Und diese Projekte auch verwirklicht und die Dosen sich dann durch Aufträge verdient. Und er hat jeden Tag von früh bis abends gearbeitet, bis die Bilder fertig waren. Dann kam das nächste dran. Die Astrid Weindl ist für mich eines der wichtigsten Menschen, mit denen ich überhaupt hier in München zusammenarbeite. Ihre Rolle in dem Ganzen ist natürlich so, dass sie ein Netzwerk hat. Sie hat ein Netzwerk, auf das sie zurückgreifen kann von Leuten in der Stadt, von Leuten in Jugendämtern. Und da ist sie einfach einsame Spitze, Leute zu überzeugen mit dem, was wir machen. Und auch zu wissen, wer die richtigen Leute sind. Und das ist also eine Sache, da würde ich keinem anderen vertrauen als Astrid in München, weil sie einfach wirklich das Fingerspitzengefühl hat, auch immer die richtigen Stellen zu treffen und vor allem, weil wir einfach gut zusammenarbeiten. Lumit war damals 19. Neben seinen legalen und bezahlten Projekten sprühte er weiter illegal. In der deutschen Graffiti-Szene wurde er immer berühmter. Es gab sogar Polizisten, die die künstlerische Qualität seiner Arbeit zu schätzen wussten. Hatte ich dann zum Beispiel auch mal den Chef der Hamburger Soko kennengelernt, der ein ausgesprochener Fan meiner Kunstwerke oder meiner Wände war und also sich dann auch informiert habe, ob ich ihm vielleicht ein paar Fotos schicken könnte, was ich auch gemacht habe. Da war es mir ganz klar, also es gab wirklich durchaus Polizeibeamte, die das Ästhetische jetzt nicht verneint haben, aber wie gesagt genau wussten, dass sie natürlich den Straftat schon ahnden mussten als ihren Job. Die Münchner Brudermühlbrücke
ist ein Platz, wo Sprayer legal arbeiten dürfen. Im Graffiti-Jargon eine Hall of Fame, eine Ruhmeshalle. Hier hat auch Lumit viel gemalt. Und hier betreute er ein Großprojekt für die Bundesgartenschau 2005. An seinen Arbeiten schätze ich am meisten, dass er in der Lage ist, große Konzepte zu verwirklichen und viele Leute unter einen Hut zu bringen und dieses zu organisieren. Also er ist in der Lage, Wandgroßprojekte auf die Beine zu stellen. Mir kam irgendwann die Idee, es ist doch die Buga in München, und ich habe gedacht, das passt doch zur Brudermühlbrücke. Und Lumit hat es sofort aufgegriffen und hat im Grunde einen Lehrpfad geschaffen. Es geht um unseren Umgang mit der Natur. Typisch für Lumits eigenen Graffiti-Stil ist seine dreidimensionale Gestaltung der Buchstaben, wie er es auch auf diesem biologischen Lehrpfad demonstriert. Mein Bild an der Wand beschäftigt sich mit Osmose. Das ist also auch ein Schriftzug, den ich über die ganze Wand verteilt habe. Man sieht das kleine O mit so einem, ja, wie soll man sagen, Hörnchenkranz noch, ein großes S, ein M. Das zweite O ist sozusagen der Eingang in die Zelle, also praktisch ins Zellinnere. Das S sind so die Strukturen, wie eben so eine Zellwand aufgebaut ist. Und das E, das Zellinnere mit seinen ganzen Organen. Für das Projekt hat er auch seinen besten Freund Peter engagiert. Er ist Sprayer und Kunsthistoriker. Nach dem Abitur haben Peter und Lumit auf der ganzen Welt gesprüht, meistens illegal. Das Geld für die weiten Reisen verdienten sie sich mit legalen Malerarbeiten. Beide verstehen Graffiti als Kunst im öffentlichen Raum. Peter ist mir sehr ähnlich. Peter, der ist fast wie ich. Also wir sind da fast irgendwie wie Brüder, weil wir halt uns auch schon so lange kennen. Also das ist ja auch so, das geht ja schon seit 1986, dass wir zusammen Dinge machen. Wir haben viel zusammen gemacht. Und es ist halt einfach eine Person, wo ich mir denke, so, der ist wie ich und mit dem komme ich halt super klar. Und mit ihm habe ich halt sehr viel auch erlebt an Reisen. Da wir beide wirklich den Hang auch haben, dieses Christoph Columbus in Klein zu spielen, also wirklich an Stellen zu kommen, die für Graffiti noch weiße Flecken auf der Landkarte sind, da sind wir beide gleich scharf drauf gewesen oder sind noch so scharf drauf. Das war ja für uns, als wir noch sehr viel mehr illegal unterwegs waren, das Größte, irgendwie einen Zug zu bemalen. Und natürlich war es einfacher, in Länder, Städte oder sonst was einzufallen, wo Graffiti noch kein Thema war. Das heißt also, sie wirklich kalt zu erwischen. Ja, und da haben wir also wirklich in den frühen, also wie ich es jetzt ja auch mitbekomme irgendwie, wir waren teilweise immer die Ersten, die irgendwo da waren, was gemacht haben in Sachen Graffiti. Ob das jetzt, meinetwegen jetzt Neuseeland, Hongkong oder sonst was war. Also wir sind da wirklich eingefallen wie die Heuschrecken und haben gesehen, wo halt irgendwas verletzlich ist, um es halt wirklich gnadenlos auszunutzen und unsere Züge zu machen. Und das war für uns natürlich damals das Größte. Das Illegale ist nicht Lumits Stärke. Und das ist vielleicht auch gut so, aber mit der räumlichen Distanz hat er dann auch mal ein bisschen über die Stränge geschlagen, wie er es normalerweise nicht getan hätte. Und so haben wir, glaube ich, in Neuseeland wirklich sichtbar Spuren hinterlassen. Es war natürlich auch ein Triumph, immer der Erste gewesen zu sein. Was ich jetzt natürlich Stück für Stück mitbekomme, weil aus diesen Ländern sozusagen jetzt langsam die Leute strömen, die auch Graffiti machen und sich dann irgendwann mal erinnern, dass es dann vor Jahren so etwas gab wie, was weiß ich, ein Lumit-Bild da oder von irgendwelchen deutschen Sprühern hier was gemacht. Und wenn man dann so genau zurückerinnert, ja, das könnte man dann gewesen sein, erfüllt es einem natürlich schon sehr mit Stolz. Nirgendwo sonst war er so häufig wie in New York, dem Geburtsort der Graffiti-Kultur. Die Bronx ist ihm zur zweiten Heimat geworden. Hallo Schatz, ich ruf dich gerade aus der Bronx an. Hallo, wie geht's euch denn? Wir haben ein bisschen Probleme. Ich wollte gerade so eine Wand mit Al und John noch anmalen, die wir schon seit Jahren anmalen, aber es gibt hier wirklich reichlich Probleme. Sonst geht's uns gut. Und wie geht's euch? Ja? Was machen die Kinder? Bevor wir uns kennenlernten, habe ich von Lumit gehört über einen anderen Sprüher, den ich aus Puchheim bzw. Eichenau, wo ich herkomme, kannte. Und er hat mir immer erzählt, der Lumit ist der Größte, der Lumit ist der Tollste, der Lumit ist überhaupt der Lumit eben. Und dann, ich hatte ja mit der Sprüherszene in dem Sinn nichts zu tun. Und dann habe ich ihn, glaube ich, 94 auf der Tattoo-Convention zufällig kennengelernt, weil er da Bodypainting gemacht hat. Bei dem Graffiti-Guru Richie Scene hatte Lumit das Tätowieren gelernt. Scene war in den 80er Jahren der bekannteste U-Bahn-Sprayer.
Seit 20 Jahren malt Lumit in New York Graffiti-Bilder. Bilder wie dieses an einer Tankstellenwand, die er mit seinen Freunden immer wieder übermalt hat, mit Zustimmung des Eigentümers. Wieder einmal soll diese Wand übermalt werden. Sie steht im Stadtteil Queens. Lumits Freund John hat seinen Sohn mitgebracht, für eine Lehrstunde mit Lumit. Eigentlich wollten sie auch diesmal in der Bronx arbeiten. Aber dort scheint es zurzeit fast unmöglich, legal eine Wand zum Sprühen zu bekommen. Die Graffiti-Polizei ist zurzeit unerbittlich. Das Bild soll eine Hommage werden für eine berühmte Sprayer-Gruppe, die FX-Crew. Lumit und John gehören dazu. Lumit wird von anderen Sprayern geschätzt wegen seines Talents, sehr schnell auch etwas für große Wände entwerfen zu können. Wie hier die Verteilung der Buchstaben FX und die Platzierung der Sprayernamen. Lumits Freund L hat die FX-Crew gegründet. Es ist eine große Ehre, in diese New Yorker Crew aufgenommen zu werden. Außer Lumit gehören nur noch wenige andere europäische Sprayer dazu. Lumit erklärt, wie er die Namen anordnen möchte. Per, den Künstlernamen von Al, und Poem, den Künstlernamen von John. Alles vor einem Wolkenhimmel und einer grünen Wiese. Eine Crew ist wie eine große Familie. Die Mitglieder teilen sich lukrative kommerzielle Aufträge, lernen voneinander, helfen sich. John hat Lumit vor vielen Jahren in die Geheimnisse der New Yorker U-Bahn-Sprayer eingeweiht. Al meint, von Lumit könne man als Künstler eine Menge lernen. Lumit hätte den dreidimensionalen Graffiti-Stil ins neue Jahrtausend geführt. This 3D style into a new millennium. So he's also one of the chief people with picking the appropriate colors for painting and for the wall. Ganz in der Nähe hat Lumit vor Jahren mit John ein lebensgefährliches Abenteuer überstanden. Sie hatten auf einer Abstellanlage eine U-Bahn bemalt und ließen sich anschließend an einem Seil von den Hochbahngleisen herunter. Während wir das Seil eben da oben angebracht hatten und unterhalb der Konstruktion der Brücke saßen, kam auch ein Zug. Das heißt, also ich habe dann zum ersten Mal gesehen, wie so ein Zug von unten aussah und das sehr nah. Also da war der Stromabnehmer vielleicht gerade mal so 30, nein, ein bisschen mehr, 40 Zentimeter vom Kopf weg. Und es gab auch keinen, also da oben ist nicht sehr viel Platz, wo du stehen kannst. Das sind also nur Balken und auch keine Bretter dazwischen. Und das war für mich immer so klar, das nachmachen, was John nachmacht, weil der Mann kannte sich aus und einfach nur vertrauen, dass wirklich nichts passiert. Und mit dem Einblick über den Stromabnehmer wirklich 40 Zentimeter am Kopf neben zu haben, mit den Blitzen, den das Ganze wirft, war das schon ein ganz guter Einstand. 1987, nach seinem Abitur, kam Lumit zum ersten Mal hierher. Vor allem, um sein großes Vorbild Richie Sien zu treffen und von ihm zu lernen. Mein Gefühl, wenn ich in die Bronx zurückkomme, ist eigentlich ein sehr, sehr glückliches. Es ist für mich eigentlich wie wenn ein kleines Kind nach Disneyland kommt. Ein riesengroßer Spielpark, wo alles möglich ist und alle Leute relativ freundlich sind. Dass die Hochbahnen über dem Ganzen so schweben wie eigentlich Achterbahnen und man von den Hochbahnen aus diese ganze Struktur, die ganzen Bilder und vor allem auch gerade die ganzen Graffitis gut sieht. Die meisten von Lumits New Yorker Bildern sind längst verschwunden. Hier gibt es noch eins, oberhalb des Sixth Yard, einer schwer gesicherten U-Bahn-Abstellanlage. Ein Konzeptbild zum Thema Auto, das er mit Freunden gemacht hat. Illustratives Graffiti nennt Lumit selbst seinen Stil. Das bedeutet eigentlich, dass ich sehr gerne und wirklich oft auch eben illustrative Elemente mit meiner Schrift verbinde. Das heißt also, ich habe schon meinen Schriftzug, ist eigentlich immer überall drin. Aber dadurch, dass ich ja eher das malerische Handwerk dazu verwende, eben Licht und Schatten und mit Räumlichkeiten arbeite, meine Buchstaben zu setzen, ergibt sich natürlich immer eine Möglichkeit, das als Bühne für bestimmte Inhalte zu verwenden.
wie wir es hier zum Beispiel sehen, für ganz normale Motormechanik oder sonstiges. Und das, da habe ich halt immer sehr große Freude, dass ich einfach Graffiti-fremde Sachen eigentlich gerne mit Graffiti verbinde. Und für mich war es natürlich so eine Sache, dass ich die Jungs natürlich wieder mit ihren Schriftzügen verpacken musste und das Ganze in so eine Art Motorraum verpackt habe, mit sehr viel Braun, sehr viel Grau, sehr viel Rauch und kleine Mechaniker überall rumgesetzt haben. Also die Wand, vor der wir jetzt stehen, haben wir 99 gemacht und das war eigentlich so eine, fast für mich fantastische Aufgabe, weil also diese Wand ist direkt überhalb des Six Yards, also das ist die Stelle, wo eben Sean früher seine ganzen berühmten Züge gemacht hat und wir stehen so auf dem Vordach, wo ich eigentlich genau an die Gleise schauen kann, auf denen er früher seine Züge gemacht hat, also die Züge, die ich aus Büchern kannte, die Züge, die mir halt wirklich so die Lust auf Graffiti gemacht haben. Sein Idol hatte ihn nicht nur durch Fotos in Büchern inspiriert. Noch mehr Einfluss auf Lumets Stil hatte der Dokumentarfilm Style Wars mit den von Sean bemalten Zügen. Das Sahnehäubchen an der ganzen Geschichte war für uns auch zwei Blocks von hier dann Sean direkt zu treffen. Es war so, dass wir die Adresse von dem Laden bekamen, in dem Sean T-Shirts, Custom-Made T-Shirts, also Airbrush-T-Shirts mit eigenen Namen gemacht hatte von 2 Uhr nachmittags bis 5 Uhr abends. Und das heißt, wir sind dann hier hochgefahren, ohne jemals in unserem Leben in der Bronx zu sein, wussten halt die U-Bahn-Haltestelle, haben den Laden auch sofort gefunden, sind rein und da stand er einfach wirklich in Lebensgröße und hat die T-Shirts gemacht. Und das war für uns, also wir haben wirklich erst mal 10 Minuten nichts gesprochen. Wir haben einfach nur da gestanden und zugesehen, wie er T-Shirts gemacht haben und konnten uns auch nicht rühren. Das war für uns das Allergrößte. Und dann stellt sich heraus, dass es ein ganz umgänglicher, netter Mensch ist, mit dem wir am nächsten Tag eben dann auch gleich gemalt haben. Die gemeinsame Arbeit an diesem Bild war für ihn wie ein Ritterschlag. Einige Jahre später machte Lumet bei seinem Idol eine Ausbildung als Tätowierer. Und auf einem Tattoo-Treffen in München lernte er dann seine spätere Frau Astrid kennen. Es war eine Liebesgeschichte in Etappen, denn erst einmal trennten sie sich wieder. Auch Astrid malt, fotorealistisch. Sie arbeitet freiberuflich als Illustratorin. Zurzeit bereitet sie eine Ausstellung vor, mit ihren Küchenbildern, wie sie es nennt. 2 Essiggurken, inszeniert in Zweierbeziehungen, als wären es 2 Menschen. Auf der Ausstellung sollen auch ihre Playmobil-Parodien berühmter Gemälde gezeigt werden. Übers Malen kamen Astrid und Lumet dann endgültig wieder zusammen. Im Jahr 2000 arbeitete Lumet an dem Comicbuch Amnea oder die fliegende Teekanne. Es war eine Gemeinschaftsarbeit mit dem Schriftsteller Stan Nadolny. Ich hatte ja damals einen Comic gemalt und hatte zu wenig Zeit, das Ganze also wirklich alleine zu machen. Ich habe also jemanden gebraucht, der mir das in Farbe eingetaucht hat. Und Astrid kann ja super malen. Und also das war für mich ja keine Frage, dass ich sie da sofort gefragt habe, ob sie mir nicht helfen würde, den Comic mit zu bearbeiten. Und da habe ich natürlich sehr viel mit ihr zu tun gehabt. Astrid bekam damals ein Kind von einem anderen Mann, Luzi. Aber die Beziehung zu Luzis Vater hielt nicht lange. Und auch eben als Luzi auf die Welt kam und als sie klein war, das war von Anfang an, da war ich ziemlich oft zu Gast. Und es war auch nicht so, dass ich mich da irgendwie groß anstrengen musste, für Luzi halt wirklich jetzt den Vater, also der Vater zu werden, der ich jetzt bin. Meine ältere Tochter ist ja sozusagen von einem anderen Vater, nicht vom Lumet. Der hat sie mittlerweile auch adoptiert und so weiter. Und ich war mit Lumet eigentlich, nachdem wir uns getrennt haben, war ein bisschen Funkstille, aber nicht lang. Und dann waren wir einfach so befreundet, haben uns auch hin und wieder gesehen. Es war natürlich dann noch irgendwann mal so, nachdem ich dann noch ein paar Beziehungen dazwischen hatte und mir auch das mal ein bisschen angeguckt habe, wie wäre es mit so einer Frau Kinder zu haben, ist mir immer wieder erst aufgefallen, dass das eigentlich eher die Frau ist, mit der man wirklich eine lange Zeit im Leben verbringen kann. Weil sie auch irgendwie jetzt nicht zu mimosenhaft war oder nicht, also auf das eingehen konnte, was ich eigentlich gemacht habe und mich nicht komplett umerziehen wollte. Es war zum Beispiel so, dass in der Zeit, wo wir das Comic eben gemacht haben,
und Luzi sozusagen frisch geboren war, da kam der Lumet immer zu uns nach Hause. Und wenn er dann da war, hat er sich also stundenlang um Luzi gekümmert, damit ich arbeiten konnte. Und für mich war das dann auch klar, als ich gesehen habe, wie sie mit Luzi umgeht, dass so jemand, mit so jemand will ich halt wirklich eine Familie haben, weil sie einfach wirklich die Dinge so sieht oder Erziehung auch so sieht, wie ich sie sehe. Der Lumet hat einen festen Plan in seinem Leben. Der Plan hieß, was weiß ich, mit Anfang 30 will er Familie haben. Und dann war halt ich gerade frei. Nee, also das war, weil er mich halt mochte. Oder mag. Ich denke, er mag mich schon noch. Wir haben in München noch längst nicht so viel Wandmalerei ermöglicht, wie ich das für wünschenswert halte. Und vieles ist schon wieder hinfällig geworden, wie die entsprechenden Flohmarktgelände oder Kunstparkeinrichtungen. Es ist leider nur eine flüchtige Kunstgattung, aber ich denke, eine wichtige, eine Jugendkulturszene, auch wenn der eine oder andere Sprayer wie Lumet inzwischen ein gutbürgerlicher Familienvater ist, das Etikett Jugendkultur werdet ihr nie ganz loswerden. Lumet hat dieses Projekt organisiert, die Gestaltung eines Bauzauns neben der Bundesgartenschau in München. Dazu hat er befreundete Graffiti-Künstler aus Europa und Amerika eingeladen. Für ein thematisches Großkonzept, wie es Lumet liebt. Das Thema des Projekts sind die Menschenrechte. Und das habe ich gleich wörtlich genommen, indem ich das Wort Menschenrechte in den Anfangsbereich groß eingesetzt habe. Um das ein bisschen so zu illustrieren, dass es eine sehr universelle Geschichte ist, habe ich mir gedacht, die oberste Institution, eben Menschenrechte zu wahren, wäre für mich ja natürlich die UNO. Und wenn man mal genau hinschaut, ist in dem Schriftzug auch so ein bisschen das UNO-Logo verarbeitet. Das heißt, mit den Olivenzweigen an den Seiten und diesen Meridianlinien, die ich eben aber noch als Figuren ausgestanzt habe, über die ganze Sache gezogen. An allen Bildern hier haben mehrere Künstler gearbeitet. Andere für eine gemeinsame Idee zusammenzubringen, das ist Lumets Stärke. Das ist erstaunlich. Du bist so gut im Schreiben. Ja. Mhm. Ja. In der Szene bin ich natürlich sowas wie ein Methusalem, weil ich einfach schon sehr viel Erfahrung habe durch diese fast 22, 23 Jahre, die ich halt das Ganze schon mache. Und während ich auf der anderen Seite natürlich ein ganz normaler Familienvater bin, ja, Mitte 30, mit zwei Kindern, der auch das normale Leben meistern muss. Okay, da sind wir. Wo sind die denn? Ich glaube, bei mir ist es so, ich sehe immer den Lumet als Gesamtbild. Also ich sehe jetzt nicht den Künstler Lumet extra zum Ehemann und Vater der Kinder, sondern ich sehe das Ganze. Und da ist er halt manchmal im familiären Bereich nicht so, wie ich es mir vorstelle. Und deswegen kann ich ihn dann auch nicht so auf Händen tragen, ja? Weil ich einfach die Gesamtperson sehe. Ich schätze an seinen Arbeiten, dass er sehr professionell und sehr gut arbeitet. Ich persönlich kann mit Lumet nicht arbeiten. Da kriegen wir uns tierisch in die Haare. Das geht einfach nicht. Geht halt nicht, weil ich kein Teammensch bin. Kann es nicht leiden. Und die Vorstellung, dass ich ein Bild mal, in dem jemand anders noch reinmalt, die ist für mich der Horror. Weil wenn der auch nur eins so macht, wie ich es mir nicht vorstelle, wäre schon wieder der Ofen aus. Deswegen bewundere ich das zum Beispiel auch an ihm, dass er wirklich im Team arbeiten kann und dass er den Leuten sozusagen ihre Stärken in die Bilder reinbringen lässt und eben auch mit Leuten arbeitet, die zum Teil vielleicht nicht so weit oder so gut sind wie er. Und das finde ich toll. Also ich könnte das nicht und ich würde es auch nicht gerne machen. Also ich arbeite gerne alleine, ganz alleine. Künstler zu sein und gleichzeitig die Familie zu versorgen, das war für Lumet nicht immer ganz einfach. Einmal ging es ihm richtig schlecht. Da war mal eine Zeit, da war sozusagen so eine Flaute, Auftragsflaute. Und da hat er wirklich so Angst gehabt. Ich hatte einfach wenig Aufträge. Und ich hatte sozusagen mit zwei Kindern und einer Wohnung, die wir gekauft haben, natürlich schon berechtigte Ängste, dass es wirklich finanziell eng werden könnte. Also da war es wirklich eine Zeit, wo ich mir dachte, da müsste ich mir jetzt irgendwie ein anderes Standbein schaffen oder mich irgendwo anders umgucken. Ich habe ihm dann gesagt, dass ich gehört habe, dass man
bei so Friedhöfen so gibt es ja, dass man so Leichen säubert und so weiter oder Tote, dass man da relativ gut Geld verdient. Und dann ist er wirklich losgelaufen und hat gefragt, ob es noch so einen Job gibt. Und ich denke mal, mit meiner Beherrschtheit hätte ich das einigermaßen hinbekommen. Und vielleicht da hätte man auf dem Arbeitsmarkt ja noch ein bisschen größere Chancen, weil alles ja relativ überlaufen ist. Aber ich habe dann festgestellt, das gibt es nicht mehr. Das muss man dann wirklich von der Pike auf als Bestattungsunternehmer lernen, weil den Leichenwäscher sozusagen, den Hilfsarbeiter gibt es eigentlich in dem Gewerbe gar nicht mehr. Ich hatte es auch nicht gebraucht, weil ich bin jetzt wieder... Also das war auch nur eine kurze Zeit. Das war also jetzt nicht für länger, sondern vielleicht einen Monat oder zwei, wo ich da wirklich ernsthaft ein bisschen gezweifelt habe, ob ich da überhaupt noch meine Familie damit ernähren kann. Die Kultfabrik. Das ist das Zentrum seiner beruflichen Aktivitäten in München. Ein großes Vergnügungsgelände, vor allem für nächtliche Besucher. Lumit hat die Bauten mitgestaltet. In dieser ehemaligen Fabrik hat er auch sein Atelier und so eine Art privates Freilichtmuseum. Denn hier haben er und seine Freunde aus der ganzen Welt gemalt. Für ihn gibt es hier immer etwas zu tun. Das dürfte aber hinhauen. Also, ja. So wie ich mir das vorstelle, weil ihr habt ein ziemlich schönes, gleichmäßiges Licht. Das Milchglas verteilt ja gut. Das sieht relativ gut aus ins Weite. Ja, wenn der Teil auf der Fassade wäre, müsste man Kosten dahinter bauen. Ja. Was auf der Fassade ist, ist natürlich das White, aber das will ich malen. Also das würde ich dann sozusagen auf die Mittelbalken unter der Nacht setzen. Das Weiß wäre beleuchtet, der Rest wäre auf der Fassade. Genau. Okay. Verstehe ich. Ja. So, okay. Das wäre es für die Seite. Jetzt müssen wir mal zur nächsten. Wenn ich so einen Tagesablauf hätte wie er, wäre ich wahrscheinlich am Abend nicht mehr ansprechbar. Weil ich da vor Erschöpfung da niedersinken würde und in den Tiefschlaf fallen würde. Und bei ihm ist es halt so, er sinkt auch vor Erschöpfung da nieder, nur er gibt es nicht zu. Das ist das. Also er schläft halt, sage ich mal, relativ früh ein und er schläft auch manchmal eben bei Gesellschaften, wenn ich mal ein Essen mache oder so, schläft er auch am Tisch ein, wenn wir uns unterhalten. Und da könnte ich, also das ist was, was mich wahnsinnig ärgerlich macht. Wenn sie nicht mehr für mich da wäre, würde ich also mich wahrscheinlich komplett überarbeiten und dann irgendwann mal im höchsten Stress wahrscheinlich verenden. Also da hätte ich keine Bremse mehr. Weil sie holt mich natürlich schon gerne auch wieder zurück mit dem Alltagsleben und auch wirklich... Mit so Dingen wie, jetzt ruhe ich mal aus, jetzt mach mal halblang, das ist wichtig, weil für mich, mein Ehrgeiz würde mich so weit bringen, dass ich mich komplett überarbeiten würde. Ich würde wahrscheinlich 24 Stunden an allen möglichen Wänden der Welt hängen. Das sehe ich ganz klar. Also das habe ich früher gemacht, das würde ich auch so weitermachen, weil ich kenne nichts anderes, wenn man es mal so sieht. 2002 wurde Lumit der Sprayer ganz offiziell als Künstler anerkannt. Er bekam in München den Schwabinger Kunstpreis. Also ich habe mir niemals sowas wirklich träumen lassen, dass ich mich wirklich da jemals im normalen Kunstbetrieb wiederfinde. Aber als ich dann, das war Anfang 2002, eine E-Mail bekommen habe von einem mir bekannten Redakteur von einem Magazin, der mir wirklich versichert hat, so nein, ich bin in diesem Gremium, du bist nominiert und nicht nominiert, du hast ihn gewonnen. Da war es bei mir schon, also da habe ich dann zum ersten Mal bemerkt, holla, das ist jetzt ein bisschen ernster. Also da bin ich jetzt wirklich nicht nur unter meinesgleichen berühmt, weil das war mir schon vorher klar, dass er also in der Graffiti-Szene bekannt war, war jetzt nicht, das kam nicht über Nacht, das hat sich natürlich entwickelt und das wusste ich auch. Aber so für die Allgemeinheit war es für mich also als Datum richtig zu nennen, wirklich die Preisverleihung. Das Bild auf dem LKW stammt von Lumit, Werbung für ein Kaufhaus. Solche bezahlten Aufträge gehören zu Lumits Münchner Existenz. Er ist zum sesshaften Nomaden geworden. Für meine Familie brauche ich den Standort München, das ist ganz klar. Da bin ich eigentlich komplett kein Nomade. Aber wenn es um meine Arbeit geht, werde ich zum Nomaden. Und früher war ich es dann schon eher. Also früher hätte ich mich dann eher schon als Nomaden bezeichnet. Lumit ist wieder unterwegs, im Pariser Vorort Bagnolet, bei einem der größten Graffiti-Festivals, mit dem beziehungsreichen Namen Cosmopolit. Auch in Frankreich wird illegales Sprühen hart bestraft. Aber hier feiert man ein offizielles Kulturfest. Der Ort ist so multikulturell wie die ganze Veranstaltung. Lumit war schon oft hier. Dieses Mal ist er ein Ehrengast.
Beim ersten Mal, als ich hier an der Wand stand, habe ich gleich Argentinier kennengelernt. Oder die Japaner waren dann irgendwie zwei Plätze neben mir. Ja, ich denke mal, das zeigt mir doch, dass das irgendwie schon von der westlichen Kultur in ganz andere Kulturen jetzt langsam übergreift, dass man eben Bilder malt im öffentlichen Raum. Oh, bien sûr. 3D! 3D? C'était pour ça un petit spot. Greg, c'est un ami à moi ici de Paris. Ouais, bonjour, Lumit. Lumit. Er hat schon viel für dieses Festival getan. Deshalb bekommt er für seine Arbeit in diesem Jahr auch einen ganz besonderen Platz. Der Ort, an dem ich an diesem Jahr male, ist eigentlich so ein kleines Geschenk an mich. Und als ich es gesehen habe, dachte ich mir, das ist genau das, was ich brauche. Es ist wirklich am Hauptplatz, also da kommt Gott und die Welt vorbei. Das heißt, das wird gesehen, das ist ein sehr schöner Platz. Das Bild, was ich jetzt hier mache, es hat eigentlich direkt mit der ganzen Geschichte von Graffiti zu tun. Das heißt also, ich beziehe mich jetzt hier sehr auf New York, sehr auf die ganze Stadt, indem ich hier den ganzen Hintergrund wie eine Art abstrahierten Stadtplan mache, mit diesen ganzen Grautönen, mit den weißen Straßen. Und diese Kästen, die sich über den Fenstern befinden, die werde ich als New Yorker U-Bahnen anmalen. Also das Schwarze ist das Dach und die Seite wird sozusagen das nach unten sein, wo ich eine Schablone noch schneiden werde mit eben Fenstereinteilung mit Türen. Und da lasse ich eben die ganzen Leute noch vom Festival mit kleinen Lackstiften alles vollmalen. Es ist eine Graffiti-Inszenierung, eine Installation zur Graffiti-Kultur. Dazu gehört das geschichtsträchtige Motiv eines New Yorker U-Bahn-Sprayers im Tunnel. Dazu gehört das nostalgische Bild einer U-Bahn im Schaukelstuhl. Und dazu gehören die New Yorker U-Bahn-Züge auf einer französischen Häuserfront. Für mich schon eine kleine Fußnote, die ich hier in Bagnolet hinterlassen will, nachdem ja Graffiti so ein großer Teil in der Kulturgeschichte von Bagnolet wird gerade. Und das ja eigentlich doch aus New York kommt, so wie es in der Bronx angefangen hat, wie wir es ja schon gesehen haben, dass es eben so hier auch funktioniert, bloß total französisch. Das ist das, was mir so gut gefällt. Und dafür mache ich eben dieses Bildchen so als ein kleines Dankeschön an New York und ein kleines Dankeschön für Bagnolet. Zuletzt sprüht Lumit ein globales U-Bahn-Netz über alle Kontinente hinweg. Ein Netzwerk der Graffiti-Kultur. Und auch in dieser Installation in Bagnolet hat er den Namen Lumit verarbeitet. Meine sechs Buchstaben, die sich hier wieder in der Landschaft in Schwarz-Weiß verstecken. Hier einmal das L, so als ziemlich prägnanten Haken. Dann die beiden O's, langgezogen, so ein bisschen abstrahiert auf Schienen aufgesetzt, dass sie in das M, dass hier die beiden Tunnel bildet, reinkommen. Dahinter reckt sich dann schon das I auf. Und das Ganze geht dann hier in so ein futuristisches T über.